Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute bin ich wieder Teil einer Make-up-Woche, was ich großartig finde. Und ja, es haben sich 7 YouTuber mal wieder zusammengetan und wir haben uns auch schon mal zusammengetan und jetzt haben wir uns wieder zusammengetan und zwar sogar zusammen mit Purish. Und wenn du Bock drauf hast, zu erfahren, was so los ist und ein bisschen Farbe in mein Gesicht zu bringen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Genau, vor ungefähr einem Monat haben wir schon eine Make-up-Woche der Drogeriemarken gemacht und dieses Mal geht es darum, was hat Purish so zu bieten? Und die anderen Ladies haben sich alle explizit eine Marke ausgesucht und ich habe gesagt, ich kann mich nicht entscheiden. Ich habe tatsächlich den wilden Mix rausgehauen und habe hier wirklich einen ganz bunten Mix auf meinem Tisch liegen, wo ich einfach die Produkte mit euch zusammen ausprobieren möchte. Zuallererst, wer ist alles dabei und was geht? In der Infobox verlinkt alle Marken, alle Produkte, nicht alle Produkte, das wäre ein bisschen verrückt, alle Ladies natürlich auch. Am Montag war die liebe Mrs. Katie am Start mit Be Perfect. Dann hat Contra Junkie weitergemacht mit Denissa Myricks. Am Mittwoch war die liebe Morbus Black am Start mit LH Cosmetics. Ich bin super gespannt, ich drehe dieses Video recht weit im Voraus, ne? Am Donnerstag ist Nicole von Chiquita's Place am Start mit Mesauda Milano. Am Freitag, also gestern, war Steffi Loves Beauty mit Lumene dabei. Und Lumene ist jetzt ja relativ neu mit Make-up durchgestartet bei Purish. Und ja, heute bin ich mit dem wilden Mix am Start. Und am Sonntagmorgen kommt Ninas Kosmetik mit Nabla. Und ja, ihr bekommt auf alles diese Woche auch tatsächlich mit meinem Code, den ich euch einblende, den habe ich noch gar nicht da, 20% Rabatt auf das komplette Sortiment von Purish. Und ich hoffe, dass euch diese Woche auch einfach so ein paar Einblicke geben konnte, sodass ihr seht, welche Produkte es dort einfach gibt, wie die so funktionieren. Und ich mache ein riesiges Intro. Ich starte schon mal mit dem ersten Produkt, okay? Paula's Choice habe ich hier, das Smoothing Primer Serum. Das hat auch noch einen Lichtschutzfaktor 30 mit dabei. Wir haben es jetzt heute. Außentemperatur 30 Grad, hier drin ist es noch etwas wärmer, sehr, sehr heiß. Dementsprechend ist es so wichtig, dass man sich ordentlich Lichtschutzfaktor drauf gibt. Ich habe schon Lichtschutzfaktor im Gesicht, aber ich werde sowohl mit dem Primer jetzt auch nochmal nachlegen, als auch gleich mit der Foundation. Wow, die fühlt sich sehr silikonig an, das ist ja verrückt. Ich glaube, den hatte ich schon mal, der kommt mir irgendwie bekannt vor. Der verträgt sich leider nicht mit meiner Bodylotion hier unten. Ups, toller Start. Na, da muss man ein bisschen aufpassen, was für eine Gesichtspflege man sich aufgibt, weil das kann natürlich ein bisschen schwierig werden, weil wenn du halt eine silikonische oder silikonige Konsistenz hast, dann kann das auch schwierig werden, wenn du wässrige Konsistenzen schon drauf hast. Ne? Also hier am Hals muss ich echt ein bisschen aufpassen. Nun denn, während ich mir jetzt hier die Foundation von Ultraviolet mit Lichtschutzfaktor 50 auftrage, kann ich euch tatsächlich auch verraten, dass wir... Ja, diese Woche, auch jede von uns hat ein riesiges Produktpaket zu verlosen. Richtig, richtig geil mit Purish-Produkten, ne? Und jede von uns legt ein Produkt rein und bei mir wird es auch ein Produkt aus diesem Full Face sein. Und das werde ich euch verraten, sobald ich bei dem Produkt auch angekommen bin. Wir haben versucht, einen wirklich bunten Mix zu machen. Ich habe jetzt hier die Farbe V1 und da hat Nicole von Chiquita's Place nämlich so von geschwärmt. Deswegen musste ich mir die jetzt einfach mal nachkaufen. Die ist mega flüssig. Wow! Ui, die Farbe passt ja richtig gut bei mir. Das mag ich ja gerne leiden. Ist auch schön leicht auf der Haut. Das ist toll. Ja, und alles, was du übrigens tun musst, um an der Verlosung in diesem Video teilzunehmen, ist das, was in der Infobox steht. Ne? Also da stehen die Teilnahmebedingungen und so weiter. Ein sehr, sehr schönes Produkt, muss ich sagen. Perfekt für den Sommer geeignet. Wie gesagt, heute ist es richtig, richtig heiß. Da kann ich das sehr gut gebrauchen. Ich weiß gar nicht, ein bisschen würde ich das vielleicht noch mit einem Schwämmchen einarbeiten. Man muss eigentlich nicht. Also ich denke, dass das auch ein Produkt ist, was man super mit den Händen so verteilen könnte, ne? Aber da man halt nicht so super viel Produkt davon braucht, würde ich empfehlen, darunter nochmal einen ordentlichen Lichtschutzfaktor fürs Gesicht aufzutragen. Als nächstes habe ich hier einen Concealer von Ilia. Ich habe ja schon die Foundation, die ich so gut finde. Ich habe sogar heute Nacht von dieser Foundation geträumt. Manche Sachen sind einfach total merkwürdig, ne? Ich habe dieses True Skin Serum Concealer Anti-Sons Serum 5ml sind hier drin. Der hat irgendwie so eine ganz verrückte Farbe. Arrow Root, genau. Also Pfeilspitze vielleicht oder Pfeilwurzel? Pfeilwurzel, ist das nicht eine Pflanze? Wir haben hier so einen relativ simplen Applikator. Und dann verteile ich mir das Ganze einmal mit meinem Schwämmchen. Wirklich schön. Also es lässt sich toll verteilen
und schön einarbeiten. Die Haut scheint trotzdem noch durch, also sollte man halt wirklich starke Augenschatten haben, sollte man vielleicht vorher ein bisschen Color Correcting machen, ne? Aber für das, was ich gerade will, ist es perfekt. Mag ich sehr gerne leiden. Achso, hier sollte ich auch noch verblenden, ne? Jetzt verwende ich von Made by Mitchell einen Blush in der Farbe Cold Heart. Das ist so ein Liquid Blush. Da muss man ein bisschen mit aufpassen, weil er kann schon sehr kabäm werden. Deswegen würde ich empfehlen, den auf den Handrücken zu geben. Der ist halt richtig kühl, ne? Der ist schon heftig. Nehme ich meinen Pinsel, arbeite das so ein bisschen in die Pinselhärchen hier ein und trage den dann auf mein Gesicht. Ihr seht, ne? Das ist schon intens. Aber die Blushes mag ich schon ganz gerne leiden. Die haben ja auch diese Shimmer-Blushes auch mit dabei im Sortiment. Das ist schon eine schöne Sache. Ja, man muss halt nur mit der Dosierung etwas aufpassen, denn diese eine Swipe hat jetzt wirklich für beide Seiten gereicht. Ein sehr schöner Blush. Mag ich echt gerne leiden. Wie gesagt, man kann den richtig krass aufbauen, man kann es aber auch ein bisschen dezenter halten. Da ich jetzt alle cremigen Texturen aufgetragen habe, verwende ich von Be Perfect das Setting Finishing Prepping Spray. Eine mega schöne Verpackung, oder? Das ist so richtig, sieht aus wie ein Parfum. Richtig cool. Oh, der Sprühnebel ist auch wirklich angenehm, kann ich sehr empfehlen. Und Be Perfect haben wir schon am Montag gesehen von der lieben Mrs. Katie. Da bin ich auch gespannt, ob die vielleicht sogar die neue Palette verwendet hat. Dann wird es ein sehr düsterer Look. Abpudern. Hier, Beauty Bakery, das Flower Setting Powder. Und ja, das ist einfach ein loses Puder, was ich sehr gerne mag. Und tatsächlich auch schon, bevor Purish das ins Sortiment aufgenommen hatte, mir mal gekauft habe. Ein schönes, feines Puder, ne? Nehme ich mir erstmal was in Deckel und dann mit dem Schwämmchen um meinen Augen herum. Das settet einfach den Concealer ein bisschen besser. Und dann einfach mit einem fluffigen Pinsel den Rest vom Schützenfest auftragen. Recht leicht, muss ja nicht doll gesettet sein oder so, ne? Weil im Prinzip haben wir ja auch gar nicht so... Also wir haben ja Pflege aufgetragen. Das geht dann ja alles noch. Die Pflege saugt das Puder gerade so richtig auf. Wow, sehr reichhaltig das Ganze. Lethal Cosmetics ist auch bei Purish am Start. Und hier habe ich eine Palette, wo ich gerne den Bronzer draus verwenden möchte. Bei dem Blush, wobei den könnte ich auch vielleicht ein bisschen nachtragen, ne? Weil Blush habe ich jetzt ja eigentlich schon cremig aufgetragen. Es gibt die in verschiedenen Farbvarianten. Ich habe mir jetzt hier die hellere ausgesucht. Die dunklere hatte ich schon mal da. Aber die war mir dann letztendlich zu dunkel, ne? Aber hier denke ich, dass die mir sehr gut passen wird. Man muss ein bisschen aufpassen, weil der Bronzer ist schon richtig krass pigmentiert. Den trage ich mir dann auch vorsichtig auf. Und blende den auch mit meinem fluffigen Pinsel schön aus. Das ist übrigens auch ein Pinsel von Nabla. Und hier ist mal wieder Flugmodus am Start. Oh ja, der passt deutlich besser. Wenn ich mich so an die andere Palette erinnere, das war halt echt so... Bam in your face. Mag ich richtig gerne leiden. Also die Palette funktioniert jetzt auch einfach mal 5 Milliarden mal besser als die, die ich vorher hatte. Ja, bei Purish finden wir halt auch so spannende Marken, ne, wie Lethal Cosmetics und... Glam Light und so weiter, aber halt auch bekannte Marken wie zum Beispiel Paula's Choice oder Olaplex. Und das finde ich halt so cool, ne? Dass wir da einen Online-Shop haben oder unseren Beauty-Dealer des Vertrauens, wo wir echt coole Marken finden. Genau. Irgendwie blinkt gerade was in meiner Kamera, was da vorher nie geblinkt hat. Man weiß es nicht. Genau. Sehr schön. Mag ich gerne leiden. Vielleicht trage ich mir jetzt auch noch ein bisschen was von dem Blush auf. Ich bin da jetzt vorsichtig reingedippt. Oh ja, der ist schön. Nicht zu viel, nicht zu wenig, genau passend. Wie gesagt, den Highlighter lasse ich jetzt hier mal außen vor, weil da habe ich hier von Ofra einen. Das ist auch ein relativ neues Produkt und zwar das Pure Glow Finishing Powder in der Farbe Light. Das sieht so schön aus. Da haben wir auch ein schönes Pressing mit dieser echt hübschen Blume am Start, ne? Das könnte man sich jetzt komplett übers Gesicht geben oder man nimmt sich das punktuell auf. Glaube ich, ein bisschen viel genommen, ne? Und ja, ein bisschen viel, reicht für beide Seiten. Und trägt sich den Highlighter dann an den zu highlightenden Stellen ganz einfach auf. Der leuchtet sehr, sehr schön und passt sich auch toll der Haut an. Hat nicht so super Glitzer oder sowas mit dabei. Und ich finde den einfach,
weiß ich nicht, der macht so einen schönen nassen Effekt. Den mag ich sehr gerne leiden. Aber Ofra-Highlighter sind ja per se hammermäßig unterwegs, ne? Die liebe Peggy vom Kanal Morbus Black wird uns die Marke LH Cosmetics, also Linda Hallberg, etwas näher bringen. Hier habe ich den Infinity Brow Sketch and Sculpt Pencil. Das ist nämlich gerade so ein Produkt, was ich sehr gut verwenden möchte. Gerne verwenden möchte, genau. In der Farbe Blond habe ich den hier. Wir haben hier oben nämlich einen herausdrehbaren Stift und hier unten so ein Pencil. Und das finde ich gerade richtig toll. Also das verwende ich aktuell sowieso in Kombination Yves Rocher und Nabla. Aber jetzt habe ich das hier in einem Produkt. Also da schauen wir mal, wie das auf meinen Augenbrauen wird. Da brauchst du halt nochmal ein Spoolie zwischendurch, ne? Das sollte man dann einfach wissen, aber finde ich nicht schlimm. Manche haben das ja, dass du da mittendrin auch noch irgendwie einen Spoolie hast. Den kann ich jetzt hier aber nicht finden. Den gibt es, glaube ich, auch gar nicht, oder? Muss ich jetzt ziehen? Nee. Ist so. Dann nehme ich mir nämlich erstmal die feine Mine, um mir damit quasi meine Augenbrauen aufzufüllen. Das ist ein relativ warmes Blond, ne? Also das ist nicht so aschig oder so, wie man das normalerweise gewohnt wäre. Oder wie ich das tatsächlich auch für meine Augenbrauen bräuchte. Mal gucken, wie es gleich im Gesamten aussieht. Und dann nehme ich mir diese Schwämmchenseite und zeichne mir noch dort, wo ich meine, dass ich so ein paar Lücken habe, ne? Einfach ein paar Härchen rein. Ich war mir erst sicher, dass ich den Super Glow von Catrice jetzt als Augenbrauenfixierungsprodukt nehmen möchte. Aber dann hat Dominique Cosmetics dieses Laminiergedönsen rausgebracht. Und Leute, das ist der Wahnsinn. Das habe ich auch jetzt täglich in Anwendung. Brow Blowout Shaping Gel. Das ist so gut und das möchte ich euch wirklich ans Herz legen. Ja, hier habt ihr das Produkt dran und ich muss tatsächlich auch meistens nur einmal das Ding rausziehen und muss da nicht nochmal extra reingehen. Ich bürste mir dann meine Härchen im ersten Schritt ein bisschen hoch und dann lege ich das, was mir zu hoch ist, ein bisschen flach und habe damit wirklich wie laminiert meine Augenbrauen. Also ich finde es total super. Ich mag dieses Augenbrauengel sehr, sehr gerne leiden. Also für mich sieht es auf jeden Fall viel natürlicher aus und viel harmonischer als vieles, 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 was ich hier in meinen 5 Jahren auf YouTube bereits probiert habe. Und apropos Augenbrauen, da kommen wir jetzt zu der Marke von der lieben Merve. Die hat nämlich die Marke Kami rausgebracht und sie hat ja schon vorher eine andere Marke, da gab es ein paar Rechtsstreitigkeiten und jetzt hat sie das Ganze unter Kami auch bei Purish zur Verfügung gestellt. Also kannst du da kaufen. Und ich habe mir sowohl dieses Augentape geholt, also quasi so eine Art Washi-Tape für Augenlooks. Das gibt es in 3 verschiedenen Größen, halt in so einer Verpackungsgeschichte, als auch ihre 4 Pinsel. Und die werde ich jetzt gleich auch beim Look anwenden. Und ja, Merve hat ja zusammen mit Essence oder Catrice mein absolutes Lieblingsaugenbrauengel rausgebracht, was es aber so ja leider nicht mehr zu kaufen gibt. Essence war das, genau. So, jetzt gibt es erstmal die Tapes auf die Augen und dann wird gleich die Palette ausprobiert. Dafür habe ich diese extrem schöne Dirty Martini Palette von Glam Light. Ich glaube, da werde ich die Verpackung auch aufbewahren, weil das so schön ist. Die Palette an sich ist nämlich relativ handlich, ne? Okay, ja. Ja, aber ich werde die Umverpackung behalten und die Töne hier drin sind einfach der Knaller. Glam Light hat so eine gute Qualität. Das wird jetzt, ich denke, auch relativ simpel gehen, denn die Töne lassen sich auch immer richtig gut verblenden. Ich starte mit dem Ton Green Olive, wo auch tatsächlich eine Olive reingeprägt ist. Und den platziere ich mir erstmal hier innen, einfach bis zur Hälfte ungefähr. So toll. Oh, das lässt sich schön auftragen, hat eine richtig schöne Pigmentierung. Und Glam Light bringt ja auch immer echt witzige Paletten raus, ne? Ich habe jetzt hier auch die Chucky Palette, aber ich wollte heute einen etwas frischeren Look schminken. Nach außen setze ich mir den Ton Dirty Martini, das ist dieser hier. Und den blende ich quasi vom Klebestreifen in das Auge bzw. auf das Auge drauf. Das geht so einfach, Leute. Mega cool. Nach ganz außen, hier am Klebestreifen entlang, gebe ich mir den Ton Dry Wermut, trockener Wermut. Und dann einfach ein bisschen aufbauen, dass man sich so eine Art Eyeliner damit hier auch bastelt, der so leicht ausgeblendet ist, ne? Den Ton blende ich mir auch ganz leicht in meine Lidfalte rein. Wow, wow, wie, wow. So viel zum leichten Look, Claudi. Ich möchte aber auch so ein bisschen, ja, was Aufregendes. Ich gebe mir nein. Brauche ich gar nicht. Nö, brauche ich wirklich nicht. Ich glaube, ich gebe mir jetzt einfach mal mit dem Finger den On The Rocks auf. Genau, das ist dieser hier. So ein wunderschöner Türkiston in Schimmer. Und der kommt auf mein bewegliches Lid. Extrem schön.
Das hat eine Strahlkraft, Leute. Und die Paletten sind wirklich erschwinglich, ne? Das ist echt cool. Hammer. Ja, nach innen gebe ich mir Just a Splash noch ein bisschen auf, also in mein inneres Drittel. Auch das mit dem Finger ganz einfach. Wer auf Nummer sicher gehen will, verwendet natürlich unten drunter ein Glitterglue, ne? Dann kommen die Farben meist noch mehr zur Geltung und hammermäßig. Und halten auch etwas länger. Wenn man jetzt so richtig partymäßig ist und dann vielleicht tanzt und schwitzt und so, würde ich das auf jeden Fall empfehlen. Nach außen gebe ich mir den Ton Olive Lover auf. Das ist dieser Schimmerton. Auch da wirklich. Das muss nicht viel sein. Das ist einfach nur so, dass du außen etwas dunkleren Schimmer hast und da dann nochmal die Tiefe des Auges hervorbringst. Die Klebestreifen können ab. Halten sehr, sehr gut, muss ich wirklich sagen. Ich habe vergessen, die Pinsel von Merve zu verwenden. Läuft bei mir. Ja, ich habe jetzt hier diesen winzig kleinen. Das ist der Zweier. Da verwende ich jetzt einfach meinen Highlighter für meinen Innenwinkel, denn hier sind in der Palette nicht so super helle Farben drin. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Und an meinen unteren Wimpernkranz gebe ich mir einen Mix aus Dirty Martini und Garnish. Mag ich einfach super gerne leiden. Das ist ein sehr, sehr mystischer Look geworden, wo ich hier die Kante leider nicht so richtig geklebt habe, aber egal. Und die Kamera läuft jetzt, seitdem ich euch reingezoomt habe, 13 Minuten, 18, 19, 20 Sekunden. Also das hat so schnell funktioniert. Das ist wahnsinnig cool. Das spricht halt auch einfach für die Qualität von der Palette. Ich kann es nicht anders sagen, ne? Also schaut euch die definitiv an. Die hat was drauf, generell. Also Glamlight ist Wahnsinn. So, dann fixieren wir das Ganze mal. Da habe ich ja auch wieder mein E1 Duo 3 von Be Perfect. Und jetzt komme ich zu einem richtig coolen Duo. Ich werde aber nur ein Produkt davon verwenden jetzt. Von Glamlight das Chucky Eyeliner Duo Kit. Das ist dieses hier. Und da habe ich mir jetzt schon mal den Eyeliner rausgenommen. Und hier drin habe ich auch noch richtig schön den Kajalstift. Mega. Und ja, hier habe ich jetzt den Eyeliner. Und der ist super fein, hat eine sehr, sehr niedlich kleine, angenehme Pinselspitze. Und damit ziehe ich mir jetzt einen Eyeliner. Er hat ein bisschen Schwierigkeiten, auf den Schimmertönen zu malen, aber er malt so gut. Also eine so schöne Spitze habe ich hier auch. Wow, das macht mir Spaß. Und hier muss ich gerade echt schmunzeln und an meine Eyeliner-Queen Ninas Kosmetik denken, die dir einfach in einem Strich den Eyeliner ziehen würde. Und ich hacke hier dran rum. Mega. Also das macht Freude, das macht Spaß, da kannst du mitarbeiten. Das ist ein sehr genialer Eyeliner. Und ich habe von Glamlight hier sonst Lippenprodukte wohl gesehen. Ich habe Augenprodukte, also Lidschatten gesehen, aber Eyeliner, sehr empfehlenswert. Jetzt biege ich mir die Wimpern und dann kommen wir zum Verlosungsprodukt. Ich habe nämlich ehrlich gesagt geschwankt, ob ich euch in die Verlosungsbox das Liner Duo reinpacke, weil ihr da ja sowohl Kajal als auch Eyeliner drin hättet. Oder meine Lieblingsmascara, und das ist natürlich meine Lieblingsmascara geworden, die Nabla Vision Mascara habe ich hier. Das ist dieser wunderschöne Panther. Und allein die Verpackung, also die Umverpackung ist schon richtig opulent. Dann hast du diese sehr schwere Mascara, die sehr wertig ist, mit diesen wunderschönen roten Augen. Und die muss ich meistens ein bisschen eingrooven. Also da solltet ihr der Mascara einfach Zeit geben und euch auch Zeit geben, das Ganze kennenzulernen. Aber sie kann einfach so viel mit euren Wimpern anstellen, obwohl dieses Bürstchen so klein und fein aussieht. Aber die geht ab. Ich sag's euch. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Ich stehe auf diese Mascara und deswegen ist sie im Verlosungspaket. Und jede von uns verlost natürlich ein Paket, wo alles drin ist, ne? Von allen, die sich das so ausgesucht haben. Also, ne? Mega. Schaut auf jeden Fall bei allen Kanälen auch gerne vorbei. Oh, ich schmeiße schon wieder alles um. Dann habt ihr nämlich die, ja, insgesamt siebenfache Chance, auch an den Verlosungen teilzunehmen, was mega ist. Und ja. Die Mascara ist der Wahnsinn. Ich kann es nicht anders sagen. Und die ist jetzt ganz frisch geöffnet. Ansonsten habe ich manchmal das Ding, wenn ich die ganz neu aufmache, dass ich da ein bisschen aufpassen muss von der Dosierung her, weil das schnell zu viel werden kann. Aber die ist jetzt gerade echt perfekt. Das ist großartig, denn meine goldene ist jetzt gerade leider leer gegangen.
Das ist kein Martini, aber was trinken ist immer super wichtig. Jetzt kommen wir zu den Lippen. Da habe ich ein Set von, beziehungsweise zwei Produkte von Luna Beauty. Der Lip Liner, den ich hier verwende, ist in der Farbe Milk Tea. Und den habe ich, wie gesagt, von Luna Beauty. Boah, ist der cool. Der ist auch richtig schön cremig. Kannst auch fast schon solo tragen, ne? Einfach so oder Lipgloss drüber. Mag ich definitiv gerne leiden. Fühlt sich sehr, sehr angenehm an und macht echt, also die Farbe ist auch schön, ne? Macht schön weiße Zähne. Und dann habe ich hier den Icon Lipstick und der ist halt so hübsch. Habe ich jetzt schon bei vielen Kolleginnen gesehen, dass sie auch die neuen Luna Beauty Lipsticks vorgestellt haben, weil das Umverpackungsdesign ist schon mal richtig edel. Dann drückst du hier drauf, plupp, dann kommt der raus und der ist so schön. Das ist so ein bisschen wie diese asiatischen Lippenstifte auch gestaltet, die wir jetzt ja auch schon öfters mal gesehen haben, ne? Ist das eine schöne Sache? Wow. Also einmal die Farbe ist richtig schön, aber halt auch diese Pressing-Geschichten da außen drum rum. Der ist ein bisschen matter. Ein bisschen ist gut, der ist matt. Jetzt habe ich einen etwas dunkleren Lip Liner und diese hellere Lippe da drin. Das gibt mehr Volumen optisch, ne? Erinnert ein bisschen an die 90er. Aber finde ich vollkommen in Ordnung. Denn das ist jetzt mein fertiger Look und ich liebe ihn. Ich finde ihn wunderschön. Ich mag einfach das, was ich in meinem Gesicht habe, sehr gerne leiden. Es waren einige neue Produkte dabei, aber manche, die ich auch schon so kannte. Ja, ich habe ein bisschen feuchte Haare noch, damit kommen wir, glaube ich, klar. Aber das ist jetzt mein fertiger, wilder Mix mit den Purish-Produkten. Und ich finde, das sieht richtig gut aus. Schaut aber auf jeden Fall bei den anderen Mädels vorbei. Die werden sicherlich auch wunderschöne Looks schminken. Alle Produkte hier von mir sind in der Infobox verlinkt und die anderen von den anderen werdet ihr in den anderen Videos finden. Ich bin hin und weg, dass wir wieder diese coole Zusammenarbeit haben, denn das ist eine so schöne Gruppe, Leute. Wir schreiben halt nicht nur irgendwie über die Kooperation und über Produkte oder so, sondern wir schreiben halt auch so ein bisschen hinter den Kulissen und tauschen uns aus. Und das ist sehr herzlich alles und auch sehr witzig, manchmal auch ein bisschen traurig. Aber das hier war jetzt einmal mein Video zu der Kooperation, die wir gemacht haben. Ja, denkt an den Code, denkt an die Verlosung, denkt dran, bei den Mädels vorbeizuschauen. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.